Ein glücklicher, strahlender, zufriedener Marcel Schneider hier nach der dritten Runde der Castanea Resort Open mit Platzrekord 63. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, danke. Marcel, Sie haben hier 3 Tage lang gutes Golf gespielt und heute sind 11 Birdies gefallen. Sie haben die ganzen Tage über viele Birdies gespielt. Was war der Unterschied heute in dieser Finalrunde mit einem fantastischen neuen Platzrekord? Also ich habe heute natürlich deutlich weniger Fehler gemacht. Ich habe gestern schon 8 Birdies geschossen und dachte dann, wow, das war aber extrem. Und jetzt heute habe ich nochmal einen draufgepackt mit 11 Birdies, nur dass ich gestern das nicht halten konnte. Ich habe gestern zu viele Bogies gemacht und auch Doppelbogies. Und ja, heute waren nur 2 kleine Fehler dabei. Also eigentlich war es fast die Traumrunde im Golf, wenn es sowas überhaupt gibt. Eine ziemlich perfekte Runde hier auf der Anlage in Adendorf. Nachts über hat es viel geregnet. Hat das auch eine Rolle gespielt? Es hat auf jeden Fall geholfen. Ja, man konnte die Bälle viel näher an den Stock hinschlagen, weil natürlich der Ball aufkam und sofort gehalten hat. Die letzten 2 Tage sind nur noch weggesprungen. Das war jetzt deutlich einfacher. Ja. Sie machen jetzt einen riesen Satz natürlich auf dem Leaderboard nach vorne. Hier sammeln wir nochmal ordentlich Preisgeld ein, weil der Kampf mit dem zumindest Jean Einhaus, der ganz nah schon angerückt ist, über den Ranglisten zieht, Sieg ist ja in vollem Gange. Ja, das stimmt. Da bin ich jetzt auch glücklich drüber, dass ich heute nochmal einen rausholen konnte und dass ich ja vielleicht auch in die Top 10 noch gekommen bin, ich denke aber schon. Und ja, das freut mich. Ja. 11 Birdies zu machen in einer Runde, wie muss man da mental rangehen? Fängt man dann irgendwann an, wirklich an so Rekordrunden ganz tiefe Dinger zu denken oder spielt man einfach weiter sein Ding runter? Ich habe heute schon versucht, dass ich einfach mein Ding runterspiele, dass ich einfach Loch zu Loch denke, Schlag für Schlag und es hat ganz gut geklappt. Ich habe erst so an der 17 dran gedacht, dass es heute wieder eine außergewöhnliche Runde werden kann und ja, aber ansonsten war ich total relaxed. Kurzes Fazit zum Turnier hier in Adendorf, zur Anlage, auf der ja im nächsten Jahr auch das Finale stattfinden wird, der Pro Golf Tour. Interessanter Platz, ich mag ihn eigentlich. Er hat sich jetzt total anders gespielt die 2 Tage über. Einmal war er extrem hart, jetzt heute war er ein bisschen weicher, das macht einiges aus. Aber es ist ein interessanter Platz, es sind viele Birdies möglich, aber auch ja, Bogies bei kleinen Fehlschlägen. Sie haben einen ziemlichen Turniermarathon auch in den letzten Wochen hinter sich. Jetzt kommt er nach Augsburg und dann gibt es, glaube ich, eine kleine Pause, Marcel Schneider. Ja, jetzt kommt nächste Woche kommt ja die HDI, die German PGA und dann kommt direkt Augsburg und dann habe ich endlich 2 Wochen Pause. Darauf freue ich mich schon. Das waren, glaube ich, 10 Turniere in Folge. Ja. Und dann gibt es ein Finale, die letzten Turniere der Pro Golf Tour und ganz am Ende will man ganz vorne stehen, natürlich, wenn man so lange in der Saison geführt hat. Was muss dafür noch passieren? Ich denke, ich muss einfach wieder mein Spiel finden, so wie ich es heute gemacht habe. Und ja, was heißt finden? Ich habe es ja nicht wirklich verloren. Ich habe immer in der Top 10 gefinisht und ja, einfach so weitermachen, denke ich. Da wird es schon was werden. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Marcel Schneider, und alles Gute für die nächsten Wochen. Dankeschön. Danke.